Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben jetzt unseren neuen Lichtschwerter in blauer Farbe. Das Cyanblau. Endlich bekommen. Und ich hoffe, es geht relativ zeitnah wieder Richtung Datumir, weil, naja, ich will wissen, was hinter der Tür ist. X macht Möglichkeit Schwerter aus, erfordert Macht, damit ich es auch nicht machen, aber egal! Oh lol. Meine Macht ist alle! Nein! Lass ihn uns ordentlich verprügeln! Verbündete am Boden! Greift ihn schnell an! Los, holt ihn euch! Das war. Vielleicht. Fall nicht zurück! Okay, nochmal von euch. Haltet genügend Abstand. Ich bin okay. Sicher, wir werden dich bewegen. Wir können ihn nicht stoppen. Er ist weg. Ich glaube, ich bin fertig. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Er ist getroffen. Ich will nicht. Würdest du mir bitte helfen? Gute Arbeit, BD. Also allmählich mag ich das, da werde ich Schwert. Gegen viele Gegner. Einmal frei. Sie reißen den Planeten in Stücke. Sie haben uns nie verfolgt. Okay, wohin geht's denn? Versperrt. Was meinst du? Ziel in Reichweite. Oh nein. Drücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Packe Angreifer. Schaden erledigen. Und bin's dich! Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Also jetzt ehrlich? Die Maske davon ist nervig. Feind repariert sich selbst. Wertlos. Mensch! Unbedeutend. Meiner? Systeme fallen aus. Ah, meiner. Mensch. Unproduktiv, Humanoide. Erheblicher Treffer bestätigt. Schaden verursacht. Hey, jetzt ehrlich, diese Roboter sind zwar nicht sehr stark, aber die Masse von denen ist einfach übelst widerlich. Hab mich, ob ich auch direkt zwei Lichtschwerter haben kann. Fall nicht zurück. BD, BD1, BD. Könntest du mal? Die ist nicht mehr lange verschlossen. Sia, wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein, ich wurde entdeckt. Und das ist nicht alles.
Wir bauen Kyberkristalle ab. Captain, bereit machen zum Start. Skillpunkte jetzt, heilige Scheiße. Was machen wir denn? Das wäre zum Beispiel jetzt sehr sinnvoll. Und ihre sparen wir erstmal. Okay, und jetzt hier, wir haben. Hier waren wir doch gewesen, sind wir doch irgendwie. Das war doch der Ort, wo die Hauptkammer war. Also hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Also die goldene Regel besagt, Gegner sind jetzt weiter. Aber es gibt einen Umweg mit Klettern. Hey BD, was ist das? Okay, BD, was ist es? Da ist der Jedi! Ich kann dich ausschalten, kein Problem! Imperiale Maschinen. Oh Gott! Ich glaube, das war der Weg zurück. Den Weg brauchen wir nicht. Eiswasser weiter. Okay, da geht's zur Kletterstation. Ich hab's im Griff. Okay. Eine. Eine mit Raketenwerfer. Vorsicht! Das ist der miese Kombo. Den nächsten kriegst du zurück. Da komme ich wieder zurück. Da sagt auch, dass ich zurück will. Großartiges Timing. Sia, ich kann mich an die Höhlen erinnern. Ich wollte unbedingt mein Training beenden und Jedi-Ritter werden. Macht ihn fertig! Treibt ihn endlich! Yeah.
Genau deswegen sollte ich hierher zurück. Weil hier ging es noch weiter. Es gibt nur ein Geheimnis, was fehlt. Sollte hier dort sein. Es geht nach unten. Okay, ich sehe, wo es hin muss. Ach ja, hier. Okay. Okay. Okay, das ist jetzt echt dumm gelaufen. Deinen Gefühlen, Jüngling. Aber Meister, das ist leicht. So, was gibt's denn nichts mehr Interessantes zu sehen? Da hinten war nichts, hier war nichts. Hier war nur noch die eine Kiste. Ne, hier war die eine Kiste. Auf jeden Fall, hier auf dem Planeten sieht es sehr gut aus mit Erkunden. Das Problem ist, ich müsste mich jetzt halt gleich nochmal durchkämpfen bei den Leuten. Hello there! Ich hab's gehört! Volltreffer! Ich wusste, dass er wegläuft! Bringt ihn zur Strecke! Wo werde ich den? Jetzt sind wir alleine, Jedi! Uiuiui! Das ist cool! Das war Friendly Fire, Mann. Wie machst du? Ich hasse mal diese Raketenfutzig, das hasse ich wie die Pest. Du wirst nicht entkommen. Ich bleib kurz zurück. Ich hab ihn erwischt. Aua. Ich werde dich erledigen. Kämpfe gegen mich, Jedi. Kämpf mit mir! Stimm, bitte! Dieses Kind hat Angst vor uns! Erledigt die Jedi. Bewegungsunfähig. Es fehlt dir an Überzeugung. Hallo? Jedi ist unterwegs! Wertlos. Willst du runterfallen? Ui. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Schade, dass du nicht runterfällst. Unproduktiv, Humanoide. Vorrücken! Ich schalte ihn aus! Die Siegeschancen sind gesunken. Deutlich. Unbedeutend. Skill
Scheiße. Stimmt, BD. Mal schauen. So, würde ich sagen. Imperialen Kanälen. Sie schicken alles, was sie haben. Ihr und Grease seid sicher? Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, oh, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine andere Idee. Okay, das war nicht so gut, den Dialog. Aber sie hat eine andere Idee und das ist wichtig. Beim Captain bin ich gerade etwas... Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Illum war unser Planet, Kerl. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ich bin aktuell ein bisschen zu aggressiv. Viel zu aggressiv. Naja. Oh, klappt bis jetzt alles gut. Ihr Mistviecher schon wieder. Unbedeutend. Feuer frei! Er bewegt sich! Feuer bündeln! Ich schalte ihn aus! Integrität gefährdet. Greift ihn schnell an! Ich habe eine Lücke! Okay, okay, unten komme ich jetzt raus. Aber auf den Turm möchte ich auch noch einmal hochklettern. Vorsicht! Das ist unmöglich! Wo kam ich denn überhaupt her? Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Ich meine, die Sternzerstörer sind auf dem Weg, aber so viel Zeit, um die Kiste zu holen, ist wohl noch. Würde ich mal stark tippen. Da oben ist bestimmt nur Punsch für meine Sammlung drin. Ach, ich finde das so lächerlich für den Punschus. Aber auch wieder cool gemacht, also. Edith machen Ponchos wieder cool. Die Frage ist, ob ich einen Sturz von der Höhe überleben könnte als Sedi. Würdest du mal reinsehen? Komm raus, Kumpel. Zack, ein neuer Poncho. 100%. Da bin ich wirklich 100% auf dem Planeten. Das war den Aufstieg wert. Oh ja. Als ich zum ersten Mal hier war, war ich fast so klein wie du. Aber lange nicht so mutig. Okay, hab anscheinend gibt es ab einer gewissen Höhe. So ist wie Fire Damage. Ja, dann weg, die Sternzerstörer auftauchen.
Besuch. Reese soll die Mantis fließen. Hey, mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Das war der erste AT. Aua. Und günstig. Hilfe! BD, ich brauche Hilfe. Was mit dir? Und weg hier. Hoffentlich war das der letzte von denen. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt? Setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. BD1? Pass auf Cal auf. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Okay. Was können wir jetzt erst noch machen? Wir haben neue Ponchos. Ach, neue Poncho-Passung. Ich will aber kein Poncho haben. Die Fähigkeiten sprechen mich alle nicht an. Also ich finde, mittlerweile sieht unser Lichtschwert ziemlich gut aus. Elementare Natur. Und ja, wir sind hier weg. Sternzerstörung und so. Ich frage es wohin. Datumir wieder? Ich denke mal Richtung Datumir.
davon nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? So, Elum ist komplett erkundet. Hier fehlen jetzt ein Geheimnis und zwei Kisten. Hier auf Bogano fehlt jetzt natürlich noch ein bisschen mehr. Seppo erst recht. Hatte mir nicht mehr so, aber. Aber wo muss es da hingehen, ne? Jetzt zurück nach Datomir. Datomir, hm? Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Thriller? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Das Problem ist, auch darüber gibt es wieder so viele Wege. Ich weiß noch nicht mal wo. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Wo überall? Alles wird gut. Alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion Brut? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so. Ich glaube, ich schaff das. Kerl, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Ja, wir tauchen mal ab. Gehen wir mal los, ja. So, hier hat man alles. Oh je, Zombie-Hexen. Aua. Das war nicht gelogen mit den ganzen Zombie-Hexen. Aua, 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 aua. Den Stim kriegen, BD? Du bist der Beste. Nervige Mistviecher. Okay, hier in den Sektor habe ich alles oberhalb. Nur unterhalb ist dann so eine Sache. Aua.
sind die anderen nicht mehr da. Aua. Den Aufzug habe ich ja hier nicht freigeschalten. Das nicht. Was wird das denn jetzt sein? Weiß ich, dachte erstmal, kümmert dich um die Hupfdoder. Dein Kopfgeld gehört mir. Hey, Kumpel. Stehst also noch, ha? Au. Vorsicht. Oh, jetzt hast du ein Problem. Ist erledigt. Das ist gar nicht. Ich dachte, du wärst größer. Jetzt bitte. Zeit zu sterben. Es ist aber die Shot haut einfach rein, aber. Ich hab dich mal richtig scheiße. Ja, richtig, richtig scheiße. Hoffentlich war das einmalig. Ja. Und jetzt meldet sich auch noch. Wie super. Ja, das war der Kampf davor hat mich schon zu sehr geschwächt und ich habe mich gerestet. Das verstehe ich nochmal ganz am Anfang beim Schiff. Yep. Ich stehe wirklich wieder am Schiff. Super. Weil letztes Mal habe ich den Kauf Schaden mitgenommen und jetzt auf live. Stimm her, Kumpel.
So, jetzt werde ich auf definitiv hier mal resten. Nö, Hex. Nö. So aber nicht hier. Wenn dann nochmal dieser Scheißjäger steht, dann werde ich den Jetpack-Girlie erstmal gegen die Wand schubsen. Und den anderen, naja, keine Ahnung. Angreifen irgendwie. Und diesmal habe ich hier meine Ruhe. Das Vieh hat ja fast tot gehabt. Hier brauche ich eher Schaden als Mobilität. Du hast legendäre Bestien freigeschalten. Yay! Also das Vieh war nervig. Ich bin kein Fan von dem Vieh. Oh. Siehst dir an. Du erstaunst mich immer wieder, Kumpel. Spinnen! Ernsthaft, ich glaube, die Kisten hier für St. Luna noch lebst. Oh Gott. Das tat weh. Die Hexen haben mich echt überrascht. Erledigt. Was ist es, BD? Ist halt, ich habe Worte gepitcht über all die Hexen. Ich wusste, dass du da reinspringst. Was hast du gefunden? Gesetzloser. Oh. Na doch. Hey.
Ja, was jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Kann ich hier durch? Nein. Ganz ehrlich, was hat das denn für einen Sinn? Kannst du hier hoch? Ja. Aber warum sollte ich hier hoch können? Ich meine, hier sind Wurzeln alles, ich kann nirgendwo was ran. Never mind. Oh, ein Lebensupgrade. Weiteres Stim. Nice. Damit kann uns nichts mehr aufhalten. Da. So, damit hat man den Bereich alles erkundet. Es wird ein Geheimnis und eine Kiste. Ja. Keine Ahnung. So, der letzte Checkpoint für heute. So, und was uns hinter dieser Tür erwartet, finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.